Recht herzlich willkommen zur 214. Folge von City Skylines. Ja, wir waren irgendwo bei einer Kreuzung, ne, mit einer Autobahnauffahrt und sowas, die da recht schwierig war. Ne, Autobahnabfahrt war es nicht, Auffahrt. Und ja, jetzt müsste man nur wissen, wo das war, weil ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern. Müssen wir jetzt suchen. Vielleicht machen wir mal den Straßenverkehr an, dann sehen wir es vielleicht irgendwo. Aber wir müssen erst den Stau einblenden lassen. Sowas ähnliches war das, aber das war jetzt nicht da. Das war auch nicht da. Gute Frage, wo das war. Hier war das. Da war das. Ja, hier ist das Chaos immer noch da. Hat sich nichts geändert, ne? Keiner weiß warum. Das bedeutet, die fahren jetzt hier nicht und da ist kein Auto, oder wie? Kann man da hinten irgendwo rumfahren? Ja, kann man. Das bedeutet, wir werden hier schnell noch etwas ändern. Und zwar, dass man hier eine Einbahnstraße macht. Und zwar hier, dieses kleine kurze Stück machen wir zur Einbahnstraße. Und so rum, und dann ist das nämlich erübrigt, ne? Die müssen alle drehen und die fahren jetzt definitiv da rein, weil sie hier nicht lang dürfen. Dann sollte das ein bisschen besser sein. Schauen wir uns das Ganze mal hier an, ob das jetzt auch mehr fließt. Sieht so ein bisschen so aus, ne? Also hier ist jetzt kein Stau mehr. Weil die müssen jetzt da hinten rum, ne? Ja, könnte vielleicht jetzt besser werden. Auf der Bahn steht immer noch der Verkehr. Ja. Ja, der Verkehrsfluss ist auf jeden Fall besser geworden. Aber auf der Bahn ist mir noch zu viel. Das ist nicht so gut. Ja, diese Straße ist voll ausgelastet. Hier auch. Tja. Wie kriegen wir das besser hin? Das ist eine gute Frage, ne? Sollte man den Verkehr durch das Wohngebiet leiten? Die freuen sich, wenn man hier lang fahren lässt, ne? Das wäre dann da lang. Man würde sicherlich ein Problem da rausnehmen, ne? Probieren geht über Studieren oder über das? Das ist eine Straße, normale Straße mit Bäumen. Aber normale, nicht Einbahnstraße. So, wie sieht's jetzt aus? Ergibt sich was Besseres dadurch? Fahren hier welche schon lang? Eher nicht, ne? Ich frage, wann das Stück Straße hier angenommen wird. Rückstau wird weniger. Aber hierdurch jetzt auch nicht besser. Okay. Ich das wegmache, dann ist der Stau hier weg, oder? Und dann, ja, wir müssen es machen, ne? Hat anders keinen Sinn. Lass die da lang fahren. So geht der Bagger jetzt nicht. So.
Zack, erledigt. So, mal schauen, wie sich das entwickelt. Jetzt kommt der Stau hier wahrscheinlich hin. Von der Bahn kommt der Verkehr aber auf jeden Fall runter. Ja, wir haben den Stau hier irgendwo unter der Brücke gleich. Also hier hat sich's entspannt. Und hier ist jetzt noch die Frage, da wird noch eine Vorfahrtsregelung drin sein, die wir jetzt ändern können. So. Und dann fließt der Verkehr da. Und hier ist das ähnlich oder was? Warte mal, lass uns das erst so angucken. Von der Bahn ist der Verkehr runter. Das ist schon mal gut. Wir haben jetzt hier natürlich den Stau. Ja, hier ist es schlecht. Also nochmal dran an die Kreuzung und so machen erstmal. Gucken, was sich dann ergibt. Mal bitte wieder die andere Ansicht. Tja, hier ist schon okay. Das wird sich auch noch da entspannen, das Rote. Hier ist es schon besser geworden. Jetzt haben wir hier natürlich die Busse gerade stehen, die da die Passagiere von der Haltestelle holen. Deswegen staut sich es hier noch ein Stück. Ich glaube, das ist nicht mehr ganz so krass hier. Wie sieht da die Vorfahrtsregelung aus? Okay. Schon richtig umgesetzt. Und hier unten keiner mehr steht. Nur noch da oben. Wenn der Bus jetzt hier mal fahren würde, ne? Könnte das noch besser werden, ne, oder? Auf der Autobahn steht keiner. Okay. Sollen wir es da mal mit einer Ampel jetzt probieren? Gucken wir mal, oder? Okay. Andere Ansicht besser. Stau ist nicht mehr saure Bahn, das ist gut. Hier ist fast weg. Muss man gleich mal gucken. Jetzt fahren die da gegenüber. Okay. Hier ist alles gut. Hier ist jetzt nur das Problem. Die Ampel hilft jetzt in diesem Moment nicht wirklich, ne? Größere Straße hier reinbauen. Noch bin ich hier zufrieden. Ist jetzt schon grün, da ist grün.
Jetzt ist hier wieder die Frage, ne? Wie ist da die Verkehrsregelung? Wahrscheinlich Stoppschild, ne? Glaube, wir können das jetzt mal umdrehen, weil da ja nichts mehr los ist. Dann weiter gucken, ob es jetzt besser auch dahingehend wird. Also diese Busse, ne, das ist schon hier ein Hindernis irgendwie, oder? Oder es sind nicht die Busse? Diese Straße einfach als Sackgasse machen, ne? Also als Einbahnstraße machen, dann ist das Thema auch vom Tisch. Oh, da sind Tausende von Leuten, die da stehen. Ist auch die nächste Frage, ob das richtig ist, dass wir da was machen müssen. So, je nach hier hinten entspannt sie sich jetzt immer mehr. Das müsste auch schon bald grün werden. Wir können dann mal gerade wieder nach der Verkehrsführung da schauen. Ach, das ist ja auch Blödsinn. Kannst du so machen, ne? Ja, so ist es schon ganz gut erstmal. Was das für ein Symbol war? Ach so, hier oben. Das Windrad hat irgendwie ein Problem. Deaktiviert oder was? Neues Symbol fürs deaktiviert oder? Ich habe nie darauf geachtet, wie das aussieht. Dahin. Dahin. So. Okay. Hier läuft es noch nicht, ne? Hier auch nicht wirklich. Was passiert, wenn wir hier beide Richtungen erlauben? Da, dort und das machen. Gucken, wie sich das da entwickelt. Noch keiner gemerkt, dass er da jetzt langfahren darf, oder? Weil rein theoretisch müsste es ja jetzt auch hier links gehen und dann da rausfahren. Der LKW, hat's der raus? Ja, der hat's raus. Ganz entspannt fährt er da weg. Rein war schon immer geht. Jetzt die Frage, wie es mit dem Rausfahren ist. Verkehr wird mehr hier. Auf der Bahn steht noch keiner, das ist das Ziel gewesen. Das funktioniert. Verkehrs. Ach, guck mal, hier stehen gar keine mehr jetzt. Okay. Es könnte sein, dass es sich auf dieser Seite jetzt beruhigt, aber jetzt haben wir hier ein paar stehen. Ist da jetzt eine Ampel hingekommen oder was? Na klar. So. Jetzt haben wir gerade wieder zig Sirenen, die wir hier hören, ne? Voll geil. Ja. Diese Ampel gefällt mir nicht, ne?
Ist einfach zu viel Verkehr da. Hier ist alles gut. Hier ist noch ein bisschen. Das ist aber auch in Kauf zu nehmen. Aber das wird auch besser, meine ich. Ja, hier verschwinden schon Autos, weil die zu lange da unterwegs sind, ne? Ich frage, ob das Tiefrote hier gerade weggeht oder nicht, ne? Ja, gegenüber ist ja jetzt keiner mehr am Stehen. Eigentlich muss das besser werden. Ja. So, mal gucken, ne? Jetzt haben wir hier allerdings wieder einen Rückstau. Ist noch alles gut, das können wir vernachlässigen. Ja, diese Kreuzung, die macht uns noch Probleme. Ja. Rückstau bis zur Autobahn noch nicht, aber bis zur Brücke schon. Ist ein bisschen mehr geworden. Müssen wir mal gucken, ob man da was ändern kann. Ja, aber das schauen wir uns dann auch wieder in der nächsten Folge noch weiter an. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.